Hallo zusammen und sonnige Grüße mal wieder aus Kalifornien. Ich möchte in diesem Video einmal über das Thema merkwürdige US-Vornamen reden, beziehungsweise die Besonderheiten von US-Vornamen. Und wenn ich das sage, merkwürdige Namen, denkt ihr jetzt wahrscheinlich irgendwie an irgendwelche Assi-Eltern, die ihre Kinder Coca-Cola und Pepsi mit Vornamen genannt haben. Davon rede ich nicht. Solche Leute habe ich jetzt hier Gott sei Dank bisher noch nicht getroffen. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich jetzt irgendwie vielleicht in der falschen Gegend bin oder im falschen Milieu verkehre. Vielleicht müsste ich irgendwo einen Trailerpark in Midwest ziehen, dann könnte ich euch ein bisschen mehr solche Stories erzählen. Aber solche Fälle sind in der Realität relativ selten. Was halt hier häufiger ist, sind absurde Schreibweisen von Namen oder Namen, die nicht genderspezifisch verwendet werden oder halt komplett neu erfundene Namen. Was halt alles geht, also die Freiheit in der Namensgebung ist halt hier ein bisschen größer als in Deutschland, so um 100% größer oder höher, weil man, wie gesagt, sein Kind einem komplett neuen Vor- und auch Nachnamen geben kann bei der Geburt. Und aus genau diesem Grund haben wir diese Freiheit ausgenutzt und unseren Sohn den Namen Donald Trump gegeben. Ich verarsche mich natürlich nur, das wäre jetzt wahrscheinlich, irgendwie müsste man mich dann standrechtlich erschießen, wenn ich das gemacht hätte, das Kind so bestraft hätte. Nein, was man hier halt, wie gesagt, häufig findet, sind halt irgendwelche Mainstream-Namen, die halt so bizarre Schreibweisen aufweisen. Also, keine Ahnung, Caitlin mit C, mit K am Anfang, mit T oder TH in der Mitte, mit LYN, mit LIN, mit LIEN, mit Doppel-N am Ende oder ähnliches. Oder halt komplett frei erfundene Namen, wo dann irgendwie der Vorname der Großmutter genommen wird und dann irgendwie der Nachname des Briefträgers hinten rangehängt wird. Nein, ich weiß es nicht. Und das haben mir Leute schon mal so erklärt, dass sie da irgendwie so Namensmix, diesen Namen gibt es sonst überhaupt nicht und so. Das ist ja, glaube ich, in Deutschland ein bisschen schwierig, wenn man so einen Namen wählt. Und das machen die Leute hier halt zum einen aufgrund dieses Hyperindividualismus, also der hier deutlich ausgeprägter nochmal ist als in Deutschland, so nach dem Motto, mein Kind muss ganz anders sein, mein Kind ist was Besonderes und so. Und weil das denkt wahrscheinlich jeder Elternteil von seinem Kind oder sagt es von seinem Kind. Und zum anderen hat es aber auch den praktischen Grund, dass hier halt alles über den Vornamen läuft. Also wenn ihr jetzt in Deutschland in ein Ladengeschäft geht, dann hat ja die Fleischwarenfachverkäuferin bei Edeka an der Theke irgendwie ein Namensschild, wo da nur Frau Becker draufsteht oder so. Und hier hat man halt komplett nur die Vornamen der Leute. Das geht halt so weit, dass ich halt für Leute teilweise arbeite, so als Kunden, und ich von denen noch nicht mal den Nachnamen weiß, bis zur Rechnungserstellung, und ich dann irgendwann da sitze und denke, okay, wie heißt denn der Typ eigentlich? Soll ich da jetzt einfach nur James auf die Rechnung schreiben? Ist das okay? Und aus dem Grund gibt es halt hier auch den sogenannten Starbucks-Namen. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal was gehört habt, dass halt die Leute diesen so komplizierten Namen haben, dass man ihn irgendwie komplex buchstabieren muss. Dann ihren Starbucks-Namen haben, dass sie dann halt einfach, wenn sie sich da ein Getränk bestellen, was nicht sofort in den Becher gezapft wird, die Leute sagen, can I have your name? Und dann sagt man halt, ja, Tom oder was weiß ich so, ne? Hauptsache, es geht jetzt schnell. Und kleiner Fun-Fact am Rande, ich habe Gott sei Dank einen Namen, der sich sowohl im Englischen als auch im Deutschen sehr leicht aussprechen lässt. Meine Frau hingegen hat einen sehr nordischen Namen, der im Englischen eigentlich kaum aussprechbar ist. Und die hat halt deswegen auch ihren eigenen Starbucks-Namen, weil, oder sie nennt meinen Namen, wenn wir zu zweit sind, weil es halt einfach irgendwie auf die Dauer nervt, wenn die Leute mal sagen, oh, how do you pronounce your name und so weiter. Anyway, das Problem haben hier natürlich mehrere Leute. Was halt hier auch noch anders ist, sind halt diese gender-unspezifischen Namen. Also es gibt es halt sehr selten in Deutschland, aber hier findet man das sehr regelmäßig. Und aber auch, dass Leute Vornamen haben, die, von denen man denkt, das ist so wie ein Mann und dann ist aber eine Frau hinterher oder umgekehrt. Ja, ich rede jetzt auch nicht von irgendwie Transgender-Leuten oder so, sondern ich rede einfach davon, dass man eine E-Mail, habe ich mal mit irgendeinem Kyle geschrieben, K-Y-L-E, und ich dachte, okay, ist jetzt irgendwie ein Typ, und dann treffe ich mich mit dem und dann ist es eine Frau. Ja, und dachte ich, okay, eine Frau, die Kyle heißt, okay. Was halt hier auch so ein bisschen anders ist, es gibt hier nicht so direkt Namensmoden. Also so ein bisschen ja, also in meiner Generation gibt es zum Beispiel, ich bin Anfang 40, gibt es sehr viele Mikes. Es gibt sehr viele Leute, die Chris heißen, weil gut, das eine Abkürzung meistens ist und so weiter für Christian oder Christian oder Christopher oder sowas. Also da gibt es halt schon so ein paar Namen, die halt relativ häufig vertreten sind. Und es gibt auch so ein paar Namen, die jetzt eher darauf schließen lassen, dass es sich jetzt irgendwie um eine 50, 60-jährige Frau handelt, die alle mit Honey anredet. So Peggy zum Beispiel ist jetzt ein Name, der aktuell nicht mehr so häufig vergeben wird. Aber in der Regel ist es nicht so ausgeprägt wie in Deutschland, wo man jetzt immer sagen könnte, also irgendwie eine Person, die
Monika heißt, ist wahrscheinlich irgendwie 60 oder eine Person, die halt irgendwie Wolfgang heißt, ist wahrscheinlich jetzt irgendwie so Mitte 70 oder sowas. Das kennt man hier jetzt halt auch nicht so. Eine Sache, die hier halt auch nicht ganz unüblich ist, die man in Deutschland jetzt so eigentlich auch nicht direkt kennt, sind diese Senior- und Junior-Geschichten. Also, dass jetzt der Vater dem erstgeborenen Sohn in der Regel den gleichen Namen gibt, wie er selbst hat. Also der Vater heißt zum Beispiel Andrew und er kriegt einen Sohn, der heißt dann Andrew Junior. Ja, und dann wird aus dem Vater Andrew Senior. Und wenn die das dann noch weiter treiben, dann, und der Sohn wiederum sein Kind auch wieder Andrew nennt, dann ist das Andrew der Dritte oder Andrew der Vierte dann in der Großelterngeneration sozusagen, noch eine Generation weiter. Und das findet man eigentlich eher in etwas konservativeren Kreisen hier. Und wie gesagt, ich kenne das aus Deutschland eigentlich eher nicht so. Was hier halt auch so ein bisschen merkwürdig ist, sind diese Abkürzungen von Namen. Also aus William wird Bill, aus Robert wird Bob, warum auch immer, also wenn jemand trifft, der Bob heißt, heißt er eigentlich Robert. Und aus Richard wird Dick, was jetzt sehr unvorteilhaft ist, weil Dick heißt eigentlich auch Penis, so die informelle Bezeichnung des männlichen Geschlechtsteils. Auch immer wieder interessant sind, insbesondere hier in der Bay Area, wo man halt eine sehr multikulturell, ethnisch durchmischte Gesellschaft hat, sind halt so die einzelnen Kulturen, wie die sich halt oder wie die mit diesen Vornamen umgehen. Also die Chinesen zum Beispiel, vielleicht sind es auch teilweise Koreaner, ich kann das jetzt nicht so genau auseinanderhalten, aber die Chinesen benennen sich gerne oder geben sich gerne typisch amerikanische Vornamen. Also dass die halt Namen haben, die relativ kompliziert auszusprechen sind von den Lauten her. Und die nennen sich dann halt auf einmal irgendwie Sandra oder Sally. Und auch anders als andere ethnische Gruppen hier, geben die ihren Kindern in der Regel auch typisch amerikanische Vornamen, wenn die Kinder hier geboren sind. Ist ein bisschen anders bei den Indern. Die haben halt, wenn sie so in meiner Generation, aus meiner Generation sind, die halt eingewandert sind, so wie ich, haben die halt in der Regel relativ komplizierte Namen, also die Vornamen, die man kaum aussprechen kann. Also ich zumindest nicht. Wahrscheinlich da drüben ist es so ganz normal, wie halt bei uns irgendwie in Deutschland Uwe oder irgendwie so. Und die heißen dann halt irgendwie Naranjaran oder sowas. Und ich frage mich dann meistens, okay, also im Deutschen wäre es schon schwierig, das jetzt auszusprechen. Aber wie um Himmels Willen spreche ich das jetzt in Englisch aus? Und die geben ihren Kindern, anders als die Chinesen, so wie ich das beobachten konnte, halt eher auch typisch indische Namen, aber geben denen meistens halt etwas kürzere Namen, die man halt auch im Amerikanischen einigermaßen gut aussprechen kann. Die dritte große ethnische Gruppe, die man hier findet, sind halt Mexikaner bzw. Lateinamerikaner. Die behalten halt in der Regel ihre Namen, also die benennen sich nicht um, weil man halt hier in der englischen Sprache diese Namen ganz gut aussprechen kann und halt auch die Gesellschaft sprachlich sehr spanisch geprägt ist. Und halt auch sehr viele Leute hier sind, die halt auch wirklich nur Spanisch sprechen und nicht Englisch. Und von daher benennen die sich jetzt in der Regel nicht um. Aber was ich halt manchmal so im beruflichen, professionellen Kontext gesehen habe, ist, dass sich halt Leute so leicht amerikanische Änderungen machen von ihrem Namen. Also Miguels zum Beispiel habe ich schon gesehen, die sich dann Mike einfach nennen. Oder Jose's, die sich einfach Joe nennen oder ähnliches. Was natürlich halt auch daran liegen kann, dass es wohl halt auch so ein bisschen Diskriminierung, Namensdiskriminierung geben kann. Also angeblich ist es halt laut irgendwelchen Studien so, dass man, wenn man sich als José irgendwo bewirbt, dass man halt schlechtere Chancen hat, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, als wenn man sich als Joe irgendwo bewirbt. Die vierte Gruppe, die jetzt hier in dem Zusammenhang noch zu erwähnen ist, was die Namen angeht, sind die Schwarzen. Die sind zwar jetzt nicht aus der Einwanderergruppe der vorher beschriebenen drei, aber sind halt kulturell auch teilweise so ein bisschen anders als die Weißen. Und benennen halt auch teilweise ihre Kinder so ein bisschen anders. Also man findet halt sehr viele Frauen, die so mit Isha enden, also Latisha, Tanisha oder ähnliches. Und bei den Männern kann man teilweise halt auch irgendwie schon, wenn man eine E-Mail kriegt oder so, daran sehen, dass es sich dabei um Schwarzen handelt, wenn der halt irgendwie so Tyron oder irgendwie so heißt. Das sind halt meistens Namen, die man bei Weißen eher seltener findet. Ja, unsere Kinder sind hier ja geboren und wir haben bei der Namensgebung selbst so ein bisschen die Schwierigkeit gehabt, dass wir jetzt selbst einen Mainstream-Namen nehmen wollten, der jetzt nicht total häufig ist, aber jetzt auch nicht total selten ist. Und es sollte ein Name sein, der sowohl im Deutschen als auch im Englischen funktioniert. Also ich wollte jetzt nicht, dass unsere Kinder jetzt irgendwie so, keine Ahnung, Torben, Uwe, Sven oder irgendwie so heißen. Und Entschuldigung da draußen an alle Torben, Uwes und Svens, aber die Namen lassen sich halt relativ schwer im Englischen aussprechen. Ja, das war mein Video zum Thema Besonderheiten der Namen in den USA. Danke mal wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!